Nein. Ach, schade. Dann ist es nicht spannend. Ja. Wäre ich mir nicht so sicher. Nein, bin ich nicht. Deswegen komme ich auch hoch, wenn ich wüsste, wo. Ah, hier. Muss bei den Nachbarn rein. Hab schon gesehen. Hier hoch. Was, schon wieder? Legendäre Teile. Ich hab legendäre Teile. Ich hab übrigens auch noch was für dich hier. Ja. Ein Sichtbereich-Mod. Ah, cool. Ja, hatte ich schon. Das ist ein Nachtwachen-Mod. Ja, hab ich auch. Gut, dann halt nicht. Möchtest du den haben? Nö, ich habe kein solches Gewehr. Hä? Ich bin unten. Sehr schön. So, hier wollte ich nämlich eigentlich hin. Hier ist eine Handtasche. Die gönne ich mir. Damit Geld. Das sind zwei Zombies. Guck mal, ich hab einen neuen Schlagstock. Eine Fackel. Damit. Ach nein, das ist ein Brandmod. Ja. Geil, ne? Hatte ich gefunden. Dachte mir so, Dann nutze ich das doch mal direkt. Da brennen doch die anderen Leute für. Ich glaube, das ist zu, ne? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Hier ist auch zu. Gibt's irgendwo? Ja, das ist, weiß ich. Bestimmt gibt's hier irgendwo einen Schlüssel. Ansonsten habe ich halt, ne? Den Generalschlüssel. Genau. Oh, aber dieser Gegenstand muss erstmal repariert werden. Ich glaube, der Generalschlüssel. Nee. Schade. Der Generalschlüssel kann ich nur mit Stein reparieren. Ich habe keinen Stein dabei. Hä? Das war Sand. Das war Stein. Vor allem, das ist ein Schläger Level 5, ne? Den du hast, oder was? Ja. Ah! Du hast einen Weg reingefunden, ne? Nee. Schade. Leider nein. Es gibt hier keinen. Ja, dann nehmen wir den Generalschlüssel. Ja. Brauch nur wieder 8 Jahre, bis ich bei dir bin. Ich habe übrigens nicht genug Ausdauer. Ich bin auch wieder mit 18 überladen. Gut, 17. Aber ich habe eine Autobatterie. Nice. Und Geschossspitzen. Oh, und ich habe noch hier. Wenn du bei mir bist, dann habe ich was für dich. Hi. Mein Bein ist verstaucht. Oh, shit. Hier. Danke. Meine Christmas. Hallo. Ach, da hinten sind sie. Oh, guck, das war's für Alter, dich. Instant Kill hier. Wow. Deinem Regal ist was für dich. Ja, cool. Eine Tüte. Darauf steht dein Name. Nice. Und das da oben hätte ich gern. Oh, hey, Tim und Jim. Ich hätte gerne die Arme-Sachen hier hängen. Aber. Oh, Shotgun Messiah. Okay, ist eine selbstgebaute Pistole und ein Rifle World drin. Und Geschossspitzen. Also auch nichts. Nichts Besonderes. Oh, ich hab einen Schlagstock gefunden. Nice. Habe ich jetzt auch endlich einen. Klar, natürlich. Unter den Waffen finde ich natürlich nochmal ein Rezeptebuch. Ja, klar. Legit. Absolut legit. Und schade, dass ich den Typ mir nicht ausziehen kann. Entschuldigung. Ja, ist schade.
Das öffnet mir aber nicht der Tür zum Keller. Ja, hier geht's noch in den Keller, ne? Ach, du hast einen. Okay, alles klar. Ich schleiche zu dir. Ich bin fast da. Ich komme. Hi, bin da. Dann auch. Du musst erstmal Schuhe anziehen. Möchtest du noch Stufe haben? Schuhe haben? Oh, ich habe Schuhe für dich. Ich hab keinen Platz. Oh, okay. Aber später vielleicht gerne. Wir sind Freunde. Wir uns erwarten. Der brennt für die Sache. Jetzt nicht mehr. Ja, Scheiße, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich treff dich, du mich nicht. Hier ist ein Tresor, ich hab keinen. Mann, ich brauch wieder Dingensbummens. Und so. Oh, ich kann die Stahlpfeilspitze nicht mitnehmen. Hier ist übrigens der Schlüssel. Ja. Oh, jetzt habe ich einen Dicken reingelassen. Das war nicht so schlau. Warum muss der auch so laut sein? Aber ich blute. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Verband sonst. Brauchst du? Ja, ist gut. Ich hoffe, das geht. Bringt mich nicht um. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Oder wie war das? Ja, von denen. Irgendwie sowas, ne? Wow, die Kisten. Chrysanthemen brauche ich nicht, ne? Die Kisten sind ja einfach mal der letzte Dreck. Ma, hier sind zwei Sachen, die ich aufmachen könnte, wenn ich die doofen Dinger hätte. Ich habe übrigens wieder einen Kochtopf gefunden. Natürlich hast du das. Bin stolz auf dich. Danke, ich auf mich auch. Ich habe übrigens. Oh, ein Scharfschuss in der Wand, okay. Hier habe ich noch ein Buch für dich. Habe ich Platz? Nein. Ja, dann schmeiß kurz was hin, dann nimm die Bücher und du musst ja nur lernen. Schmeiß kurz hin, ich will nicht hinschmeißen. Dankeschön. Oh, selbstgebautes Gewehr Stufe Qualität 3. Qualitätsstufe 3. Halt's Maul. Schön. Ich krieg den Hammer. Ich freue mich, wenn ich wieder mal Stahlhammer hab. Oh ja, dann fliegen sie erst recht, ne? Ja. So, dann gehen wir mal nach Hause. Unbedingt. Alter, boah, diese Sonne. Boah. Alter, ich sehe einfach gar nichts mehr. Junge. Ich habe übrigens wieder eine Schnurfwunde. Ja, ich habe gebrochenes. Was gebrochenes? Dein Herz. Ja. Wow. Jetzt wird es ja schon fast romantisch. Mhm. Bei dem Sonnenuntergang hier. Wird ja auch bestimmt ganz anders mit meinen Strubbelhaaren, ne? Ja, ja, das ist. Uff. Halt mich zurück, so ungefähr. Na, Tiger. Na? Willst du mal meinen Hammer probieren? Ah, nee. Guck, wie ich den schwingen kann. Ui! Willst du mal meine Knüppel anfassen? Der ist ja sogar ganz feurig, nur für dich. Ich finde es schön, dass du durch dein Herz zersprichst. Sieht echt geil aus. Wenn es so eine Außenansicht geben würde, das wäre auch noch cool. Ja, mit B kannst du halt dann. Ach du meine Güte, ich mein Gefängnis um mich herum. Oh, es gibt auch nur noch 4 Anziehsachen, sehe ich gerade. Ja. Boah, nice, das ist ja gut. Also, weiß ich nicht. Ich sehe ja richtig professionell aus mittlerweile. Wow. Ich würde den Friseur empfehlen, aber sonst ja. Ja, das muss. Sieht halt aus wie ein Tank-Panzer-Roboter-Vieh. Möchtest du jetzt nicht langsam mal Schuhe anziehen? Ich habe noch Schuhe. Ja, warum nicht? Muss kurz die droppen. Ich kann es noch mitnehmen, dann hast du einen Platz weniger. Ich habe noch ein bisschen Platz frei. Also du kannst mir noch ein paar Sachen geben. Ja,
Natürlich, alles gut, alles gut, alles gut. Wenn ich sie nach Hause geben, nach Hause geben, nach Hause gehen, war es das schon. Na gut. Ivo. Achso, ich Idiot. Ja, das komplettiert meine Rüstung. Ja, du siehst aus wie so ein Freizeitguru-Typ. Wenn ihr das erste Mal auf eine Convention geht und sich ein Big Daddy-Kostüm von Bioshock bauen will. Ja, echt. So gefühlt irgendwie so. Sieht schon ziemlich. Aber hey, er hat immerhin versucht, ne? Ja, sieht schon ziemlich schlecht aus. Ey. Was hast du gegen mich? Oh wow, wir haben einfach gleich schon 35 Minuten hinter uns. Stark. Oh ja, ist gerade. Machen wir die 40 voll, komm. Shit, was, drüf. Ich finde schön, dass du auf 35 auf 40 aufrundest. Ja, bis wir da sind, ist 40. Das ist wahr. Oh, habe ich allerdings jetzt mittlerweile. Ne, glaube ich nicht, ne? Nein, ich fehlt mir noch ein Buch. Das ist total spannend. Das sind halt zwei echte Cowboys, die hier gegen Sonnenuntergang laufen. Mhm. Im Schneckentempo. Ja, halt episch. Das ist rein wegen Epicness. Das ist total, total episch, doch. Wenn ich jetzt noch ein Pferd hätte, würde ich drauf reiten, du. Ich reite dich gleich. Ja, bitte, was? Sau! Sie ferkel sie! Ja, was, woran denkst du denn? Aktuell ein kleines Ferkelchen tatsächlich. Wie ein Stupsnäschen. Das ist immer nur derjenige, der denkt, dass man jetzt was Schmutziges gesagt hat, hat schmutzig gedacht. Staub. Hm? Schlamm. Ich denke schmutzig. Ach, Alter. Schmutzige Fenster. Ach, Benny. Du musst es aber auch immer direkt. Ach, Alter. Oh, Mann, ey. Ja, es ist kein. Da hat sich ein Zombie auf unserem Grundstück verirrt. Würdest du dich dann freundlichst vom Grundstück begleiten? Ja. Bis ich mit meinem Hammer komme, das dauert. Ja, das geht doch. Genau, das ist dann. Ich bin enttäuscht, das waren zwei Schüsse. Ja, das war ein dicker. Oh. Also da hilft selbst ein Headshot nicht. Leider. Also ich habe schon Headshot gemacht, zweimal. Zweimal Headshot. Also das, an meinem Skill lag's nicht. Ja, ich habe Videobeweis. Kann man als fälschen, KI, hallo? Als ob ich davon Ahnung hätte. Ja, das ist easy. Ja, okay. Ja, ich habe trotzdem keine Ahnung davon. Würde ich auch sagen. Ist mir klar, dass du glaubst mir ja eh nie, deswegen. Das ist richtig. Warum fasse ich richtig überhaupt? Das ist aber super? Erfahrungssache. Ja. Wir haben jetzt zweimal legendäre Teile. Wir haben jetzt einfach mittlerweile. Ah, ich habe das Maximum an Kochtöpfe erreicht. Das geht? Ja, das geht, ja. Das ist aber toll. Das geht leider. So, verändern. Brennerschaft Mod ab. Der geht wahrscheinlich. Die können wir halt aus. Die können wir aus. Ah, schade. Ich dachte, auf dem Schlagstock geht der Brennerschaft Mod. Aber nein. Oh, ich hab Stahl. Geil. Wo hab ich einen Stahl her? Aus deiner Hose. Ich muss sagen, ich bin halbwegs glücklich, dass kein Carsten Stahlwitz dabei rauskam, ey. Oh ja, stimmt, ja. Der wäre natürlich auch noch gut gewesen, das ist wohl wahr. Das ist für meinen Bogen. Verändern. Ja. Block. Spann den Bogen nicht zu weit. Oh, herrlich. Schön. Es ist einfach schön, diese Verzweiflung. Habe ich noch ein. Ja, ich kann noch ein Level verteilen.
Ich heiße noch eins. Oh, warte, waren hier drin, ich Idiot. Ich pack noch mal ein bisschen was hier auf Intelligenz. Nein, mach gar nicht. Ich bin intelligent. Oh, warte, da waren sie doch. Möchtest du einen Kürbiskäsekuchen? Bringst du ihn mir vorbei? Sehr gerne. Ansonsten kann ich doch nur einen Käsekuchen anbieten. Ich frage mich gerade, wo der Unterschied zwischen dem Käsekuchen und dem Kürbiskäsekuchen ist. Der Kürbis. Dass der Kürbiskuchen teurer ist als der Kürbiskäsekuchen. Naja, okay. Mehr aber auch nicht. Oh, ah, warte, Antibiotika, da war doch mal irgendwas. Ja. Oder Honig, haben wir Honig? Haben wir, müssten wir auch haben. Müssten wir. Müsste irgendwo, glaube ich, noch was rumlegen, ne? Nein, aber Hauptsache 17 Bier. Haben wir keinen Honig? Nee, ich habe trübes Wasser, Kaffee, Bier, Hummelbier. Honig und Bier sehen immer gleich aus. Ja. Zumindest identisch, nicht gleich, aber identisch. Ja, dann muss ich halt die Antibiotika nehmen. Ja. Ich gönne mir mal ein Bier. Ach nee, brauche ich eh nicht. Ach komm. Bleib ich mal vernünftig. Bleibst du mal nüchtern. Oh. Entschuldigung, war der Knopf. Was zum Fick tust du da? Dinge! Okay. Ich brauche Holz. Ganz links Rohrstoff. Ja. Das hab ich einfach nur so gesagt. Ich hab laut gedacht. Okay. Ja, sorry. Das laut denken oder was? Ja. Kommt nicht mehr vor. Ach, der Kürbiskäsekuchen kostet 4. Oh, das ist natürlich ein schöner. Ja, klar. Ich, also. Bedingt. Wir haben auch nicht so viel, den haben wir noch viel. Knöchen. So, ja, Wasser wird gemacht und dann ein bisschen Essen wird noch gemacht. Cool. Sehr schön. Ja, traumhaft. Liebe Freunde, wir haben genau die 40 Minuten erreicht, stark. In diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser Aufnahmesession. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann sind wir eigentlich schon in der nächsten Aufnahmesession, wo wir dann Blutmond haben. In diesem Sinne. Oh. Die Spannung steigt. Wir sind null vorbereitet, aber alles wie immer. Und in diesem Sinne, einen wundervollen Tag euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Tschüss.